Könnte meinen, dass Blau-Weiß zu Hause spielt, denn ins Athlet haben die Linzer Fans das Sagen. Und sie sehen dann auch viele gute Chancen ihrer Mannschaft. Hier köpfelt Andi Huema nur knapp übers Tor. Dann scheitern die Blau-Weißen erneut nur um wenige Zentimeter. Aber in der 24. Minute gelingt den Linzern dann endlich der verdiente Führungstreffer. Marinkovic flankt zur Mitte, Huema ist mit dem Kopf zur Stelle und dann hilft noch Mario Jäger mit. Es steht 0:1 für die Blau-Weißen und Jäger ist natürlich am Boden zerstört. Die Fans sehen dann einige Minuten nur wenig und sind so wie wir ziemlich überrascht über den Ausgleichstreffer durch Alexander Kratschmann. Eine Minute später, wir schreiben die 36. Spielminute, stürmt wieder Linz in Richtung gegnerisches Tor. Andi Wilflingseder im Alleingang. Abspiel zu Andi Huema, Doppelpass und die Blau-Weißen führen mit 1:2. Freude natürlich auch bei den angereisten Fans, die in der zweiten Spielhälfte dann noch ein drittes Tor ihrer Elf zu sehen bekommen. Samir Gradasevic schießt zum Endstand von 1:3 ein. Und so mancher hatte zwei Gegner zu besiegen. Satlet und... Die Hitze habe ich, glaube ich, so für alle gleich. Für mich ist halt immer besonders hart, weil ich kann nicht recht gut schwitzen und da ist also ein Wasserl für mich ganz wichtig. Was sagen Sie sonst zum Spiel? Ich meine, die Hitze, das hat man allen angemerkt, das war einfach furchtbar anstrengend, aber wie war das Spiel sonst zufrieden? Ich glaube, wir haben nur das Nötigste da und das hat gereicht, ohne das irgendwie abzutun, aber wir haben die drei Punkte gebraucht, die haben wir sie geholt und somit können wir Richtung Meistertitel gehen. Das ist das, was wir unbedingt wollen. Naja, ihr habt es ja wirklich darauf angelegt, jetzt letztes Spiel, wirklich die Entscheidung, noch dazu gegen St. Florian, euer Tipp, ist es ganz sicher, dass ihr den Meistertitel kriegt? Also wenn wir nächste Woche in Riad gewinnen, dann verlieren wir 34-0, sagen wir Burschen um 2, darüber ist leider schlechter wie wir.